In Excel lassen sich einfach dynamische Dropdown-Listen bzw. variable Auswahllisten erzeugen. Hallo und willkommen zu diesem Excel-Tutorial. Ich habe hier erstmal eine kleine Liste mit fünf Standorten und pro Standort gibt es dann nochmal fünf Ansprechpartner. Und da möchte ich einen Standort auswählen und dann einen der Top 5 hier auswählen können. So, das heißt also, ich möchte einen Standort wählen können, zum Beispiel Bochum, und dann passend zu Bochum dann einen der Einträge von Bochum. Würde ich einen anderen auswählen, müssten wir unten andere Auswahlen zur Verfügung stehen. So, ich baue das Ganze einmal neu auf und hier aus diesen Listen, das sind ja zwei kleine Listen, mache ich zunächst zwei kleine Tabellen. Aus dieser kleinen Liste hier mit entweder Steuerung T oder als Tabelle formatieren eine kleine Liste gemacht. Und zwar sind Überschriften oben drüber. Hier zwar nur eine, aber das muss ich auswählen. Und diese Liste nenne ich Tab Standorte. Ich schreibe immer Tab davor, damit ich weiß, wie meine Tabellen heißen. Und hier diese Tabelle, ich drücke nochmal Steuerung T. Tabelle hat Überschriften. Die nenne ich Tab. Sind vielleicht Top-Verkäufer, ja, Top-Verkäufer, Top-Verkäufer, kein Minuszeichen, Top-Verkäufer. So, und da habe ich ja Überschriften, meine Top-Verkäufer von Bochum, Köln, Berlin und so weiter, die sind hier aufgelistet. So, auf diese beiden Listen kann ich nun zugreifen, indem ich hier zum Beispiel ja weiß, wenn ich Bochum ausgewählt habe, möchte ich auf Top-Verkäufer Bochum zugreifen. Wähle ich Berlin aus, möchte ich auf diese Top-Verkäufer zugreifen. Und ich ändere kurz noch hier das Ä kurz in ein AE, um vielleicht irgendwelchen Stress zu vermeiden. So, keine Umlaute hier in den Tabellennamen vielleicht benutzen. So, dann wähle ich jetzt hier die Zelle aus, in der ich meine Auswahl treffen möchte. Ich formatiere die mal kurz mit Eingabe. Muss man nicht, aber dann weiß ich, dort sind Eingaben gleich fällig. So, und dann muss die Datenüberprüfung gewählt werden. Die finden wir im Register Daten. Und dort bei den Datentools, hier Datenüberprüfung, ein Klick. Dann fragt das System, wo sind die Daten? So, jetzt könnte ich hier die Liste auswählen und da könnte ich bei Quelle irgendwelche Zellen markieren und die Liste steht mir dann zur Verfügung. Ich könnte auch rüberklicken und hier markieren. Da sehe ich ja, das ist der Datenbereich B3 bis B7. Und ja, ich möchte ja gleich auch ein bisschen dynamisieren. Ich mache das mal ein bisschen anders. Ich schreibe die Funktion indirekt rein, die verweist dann auch auf diesen Bereich. Und ich nehme einfach mal in Anführungszeichen den Tabellennamen. Das war ja Tab-Standorte. Und dort war es die Spalte, ist ja nur eine. Standort. Damit ist klar, was hier zur Auswahl steht. Das heißt, einmal bestätigt, kann ich hier die passenden Standorte wählen. Würde ich einen Standort ergänzen, erweitert sich ja die Liste automatisch nach unten, dann steht mir auch Bielefeld zur Verfügung. Da müsste ich natürlich Bielefeld hier auch ergänzen. So, Bielefeld nehme ich nochmal raus. Steuerung Minus gedrückt, um den zu löschen. So, das hier war ja meine Tabelle namens Tab Top-Verkäufer. Ja, ich nenne sie mal Tab Top-Verkäufer. Okay. So, auch hier. Und da ist ja der Name, den ich da ausgewählt habe. Der ist ja hier und die Spalte will ich haben. Und so heißen ja auch die Spalten hier. Auch das ist ja einfach. Dann klicke ich auch hier wieder auf Daten, dort auf die Überprüfung, dort auf Liste und da baue ich mir auch wieder die Indirektfunktion zusammen und diesmal muss ich auch kurz ein bisschen rechnen. Das war Tab Top Verkäufer mit AE Verkäufer. So, und dann eckige Klammer auf, Anführungsstriche. Das Kaufmannsund und jetzt hole ich mir die Zelle C2, weil dort wird ja der Standort ausgewählt. Dann wieder das Kaufmannsund und die eckige Klammer geschlossen und wieder ein Kaufmannsund. Und damit kann ich dynamisch zugreifen auf einen der Verkäufer
aus dieser Liste. Hier ist zum Beispiel Meier. Ich lösche mal Meier. Ich nehme Berlin. In Berlin steht mir auch ein Brosthaus zur Verfügung. Obwohl, da müsste ich Worms vielleicht nehmen. Dann klicke ich auf Hamburg, ja, und da nehme ich den Lampert. Also, wir können jetzt auch ergänzen, ja, nehme ich einfach Bielefeld hier noch mit zu, erweitere ich ja hier mit Bielefeld jetzt automatisch die Tabelle. Und da gibt es vielleicht Kim, Horst, Dietersen, Lampert, noch ein Lampert oder Lampe. Lamperich und wunderlich. So, und dann habe ich hier automatisch auch den neuen Eintrag Bielefeld und entsprechend die neuen Einträge. Allerdings, ich nehme mal bei Hamburg den Lümmel weg oder bei Berlin Kemper und Wolf habe ich zu wenig Einträge. Ja, das ist dann jetzt hier noch so. Habe ich zu wenig Einträge, zeigt er mir hier entsprechend unten den leeren Bereich an, weil ich nehme ja die ganze Spalte. Also wenn ich garantieren kann, zum Beispiel, dass alle Daten hier genommen sind, löse ich das vielleicht auf diesem Weg, habe es dynamisch erweitert. Ansonsten steht mir natürlich auch die Möglichkeit mit benannten Bereichen und Index zur Verfügung. Dazu habe ich bereits Videos erzeugt. Ein Link ist dann auch hier in der Nähe des Videos zu finden. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Video.